Ein QR-Code ist nichts anderes als ein zweidimensionaler Bildcode für einen Text. Du könntest also jeden beliebigen Text in einen solchen Code verwandeln. Allerdings darf der Text natürlich nicht beliebig lang sein. Meist wird der QR-Code, der übrigens für Quick Response Code steht, genutzt, um eben direkt auf Webressourcen zugreifen zu können, ohne lange eine Adresse abtippen zu müssen. Ich wähle normalerweise diesen Dienst goqr.me. Ich tippe hier auf das Globus-Symbol und füge die Adresse ein, auf die der Code verweisen soll. Und schon habe ich den. Den könnte ich rausziehen auf den Desktop oder über die Download-Funktion habe ich noch weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich da einen Rand noch hinzufügen. Das ist wichtig, wenn du den Code auf einen farbigen Hintergrund platzieren möchtest. Du kannst die Bildgröße einstellen und ein beliebiges Format wählen. Ich wähle hier jetzt PNG und er wird mir in den Download-Ordner gespeichert. Ich habe hier schon eine Word-Datei bereit. Wichtig ist natürlich, dass du diesen Code, bevor du ihn ausdruckst, noch beschriftest, damit du auch noch weißt, wofür er gedacht ist. Voilà, schon ist er bereit. So richtig glücklich bin ich mit keiner Apps für Windows. Ganz okay ist dieser QR-Scanner Plus. Der hat wenigstens keine Werbung. Beim ersten Mal wirst du gefragt, ob der Zugriff auf die Kamera erlaubt werden soll. Und dann funktioniert er im Normalfall recht gut. Du siehst, die Adresse wird hier erkannt. Und wenn du unten rechts auf dieses Teilen-Symbol tippst, so wirst du gefragt, ob diese Seite geöffnet werden soll. Normalerweise wird noch gefragt, mit welchem Browser. Ich wähle hier Chrome und immer diese App verwenden. Und so funktioniert das eigentlich recht gut. Eine weitere App, die öffnet ein bisschen direkter, allerdings muss man da dann mit unschöner Werbung leben.